Zu Beginn der neuen Woche können wir wieder richtig aufatmen. Schwüle und Hitze sind dann sicher weg und die möglicherweise überhitzten Wohnungen kann man mal ordentlich auslüften. Allerdings, und das ist jetzt die schlechte Nachricht an dieser Stelle, der Wetterwechsel wird teilweise wieder turbulent vonstatten gehen. Örtlich werden sich heftige Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen entwickeln und niedergehen. Aber diese werden, und das ist klassisch bei solchen Wetterlagen, nicht jeden treffen. Zuvor wird es heiß, im Osten extrem heiß, bis zu 35 Grad am Sonntag in extremer Schwüle. Bis zu 14 Sonnenstunden wird es hier im äußersten Osten geben, genauso wie hier in Niederbayern. Sonst geht weniger beim Sonnenschein, weil aus der Nacht heraus von Südwesten bereits Schauer und Gewitter ins Land ziehen. Einzelne Gewitter können allen voran am Nachmittag intensiv sein, während es im äußersten Osten davon überhaupt nichts gibt. Hier bleibt alles im grünen Bereich auf unserer Warnkarte. Die höchste kleinräumige Unwettergefahr besteht hier in Niedersachsen und Umgebung, genauso wie im Alpenvorland. Zuvor Höchsttemperaturen von 30 bis 35 Grad hier im Osten Deutschlands, also wirklich extreme Hitze. Ansonsten auch sommerlich hohe Temperaturen. Sommerlich warm wird es sein. Die Schwüle ist extrem wie im Gewächshaus. Deshalb ist viel Trinken bei solchen Verhältnissen draußen gewiss ein heißer Tipp. Schwüle und Hitze werden allerdings dann durch die Gewitter vertrieben und dementsprechend wird es am Montag wesentlich angenehmer sein. 23 bis 27 Grad die Maxima im Osten und auch gerade in Bayern abziehende Schauer und Gewitter im Nordwesten freundlicher. Am Dienstag ziehen im Nordwesten die nächsten Schauer und Gewitter ins Land. An den Alpen hängen ein paar Schauer rum und im Osten ist es insgesamt dann am freundlichsten.